weiter an die Reihe. Steine zu arbeiten unterirdischen Räumen heraus, darunter durch die auch die Grabkammern. Sobald die Räume bereitgestellt waren, begann die mühevolle Arbeit der Herbeischaffens von Steinblöcken, von denen manche bis zu 2,5 Tonnen wogen. Die Steine wurden auf Schlitten gezogen und die Höhenbereiche der Pyramide zu erreichen, wurden vermutlich Rampen verwendet. Dieses vermutlich vor allen Dingen, deswegen lese ich das jetzt eigentlich auch vor, ist jetzt auch nachgewiesen. Also es wurden tatsächlich Rampen aufgesetzt. Die waren dann von der Schräge her so wie die Pyramide selber auch. Ja, in so einem Winkelstand, vermutlicher Gradradius, was sie gesagt haben, sind vermutlich 20% gewesen. Aber sie haben wirklich bei der Cheops-Pyramide und bei den anderen Pyramiden auch die Überreste von den Rampen jetzt gefunden. Das ist also wirklich sehr interessant. Das ist auch ganz frisch, der Fund. Ich glaube, die waren, das haben sie jetzt veröffentlicht. Ich glaube, die Funde waren jetzt wirklich 2017, 2018, wo sie das nochmal nachgewiesen haben. Ist das auch ganz interessant, das Thema. Also das, was hier so im Spiel so mehr oder weniger so noch gespielt dargestellt wird, hat sich auch wirklich als wahr erwiesen. Wobei die Rampen, die sie hier im Spiel darstellen, natürlich andere sind, als wie die, die sie dann wohl im... ja, dann richtig dargestellt haben. So, Rampen verwendet. Im Innenbereich der Pyramide wurden grob behauene Steine verwendet, während der während feiner verarbeitete Steine den Außenbereich bedeckten. Einige Pyramiden standen für sich alleine, meist waren sie jedoch Teil größerer Pyramidenkomplexe. Die Pyramidenkomplexe umfassten zunächst einmal einen Taltempel, der am Wasser oder am Rand des fruchtbaren Gebiets stand. Von diesem Tempel aus führte dann ein langer Fußweg zu den Totentempel, der als Einbalsamierungshaus diente. Dieser befand sich auf der Ostseite der Pyramide. Die Form der Pyramide änderte sich mit der Verbesserung des verfügbaren Werkzeugs für den Bau. Die erste Pyramide, die Stufenpyramide von Djoser, hatte keine glatten Seiten. Diese Stufenpyramide ist etwa, die etwa um das Jahr 2620 vor Christus erbaut wurde, besteht aus einer Reihe von Quadraten, die übereinander gestapelt wurden. Die erste echte Pyramide, die von König Snofru II, die um 2550 vor Christus errichtet wurde, eine äußere Verschalung glättete die Stufen der Pyramide. Dieses Verfahren übernahm man bald auch für andere Pyramiden. Die größte Pyramide ist für ist die des Cheops. Sie ist 230 x 230 Meter hoch und 146 Meter hoch. Eine ganz außergewöhnliche Pyramide ist die Knickpyramide des Pharaos Snofru. Der Winkel der Pyramidenseiten ändert sich etwa 2/3 der Höhe. Man vermutet, dass die Architekten feststellten, dass die Pyramide zu schwer sein und zusammenbrechen würde, indem man sie im Originalwinkel weiterbauen würde. Und da schon Snofru erste Pyramide zusammengebrochen war, wollte er beim zweiten Mal wohl lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, würde ich mal sagen, das haben sie ja wohl auch geschafft. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir das mit den Finanzen noch gebacken? Ich hoffe es doch. So, aber nichtsdestotrotz, während jetzt noch die Finanzen laufen, ich bin jetzt mal trotzdem mal ganz kurz AFK. Ich brauche was zu trinken. So, und dann sind wir auch schon wieder. Gut gestärkt und gut eingetränkt mit Wasser und allem drum und dran. Warte ich jetzt einfach mal, dass jetzt hier mal die Nachricht kommt. Sie haben gewonnen.
Denn das Problem ist, ich kann eigentlich gar nicht mehr so wirklich viel machen. Ich meine, klar, ich könnte jetzt noch die Steuereinnahmen jetzt noch weiter erhöhen. Ich habe bloß ein bisschen Angst davor. %. Wir tun jetzt einfach mal hier weitere Feste, nehme ich jetzt mal hier anschmeißen. Ach, na bitte. Die Steuern sind hier einfach zu hoch. Dass ich nicht auch noch für meinen Auszug besteuert wurde, ist ein echtes Wunder. Ja, das sagst du. Sind sehr ungehalten. Ja, liebe Leute, aber ich brauche die Steuern. Das ist mein Problem. Und wir jetzt auch mal die Steuern mal ein bisschen runtersenken. Mal gucken, vielleicht tut ihr dann jetzt euch wieder. Ja, haben wir denn kein Papyrus oder was? Oh, nein, wir haben gar kein Papyrus. Das ist natürlich sehr intelligent. Die Löhne sinken. Ja, wenn die Löhne sinken, dann würde ich mal. Ernsthaft. Diese Stadt ist toll. Die Steuern sind hier einfach zu hoch. Dass ich nicht auch noch für meinen Auszug besteuert wurde, ist ein echtes Wunder. Na, mal schauen, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wieder ein paar Leute dazukommen jetzt mal.
Ja, Sieg! Ach, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Oh. Wir haben es geschafft. Okay, also das wirklich Knifflige an der Karte hier war wirklich das Geld. Und teilweise am Anfang noch ein bisschen die Nahrung. Das ging aber dann, nachdem ich da festgestellt habe, dass es noch mehr Nahrungsproduktion gibt. Aber Geld ist da wirklich das Problem. Puh, okay, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Der Pharao lobt sie. Die Knickpyramide, die sie zu seinen Ehren errichtet haben, ist herrlicher und glanzvoller als alle Monumente, die je geschaffen wurden. Na, ja, das will ich ja wohl mal auch meinen, lieber Freund, ja? Das will ich ja wohl mal meinen. Uiuiuiui. Heftig. Also, die Finanzen waren wirklich das Heftigste da dran. Aber ich glaube, dass die haben jetzt zum Schluss auch Gott sei Dank mehr gekauft, die anderen Städte, weil die Exporte von Edelstein und Kupfer sich erhöht haben. Dann haben sie lieber wieder mehr mein Zeug gekauft und dann ging das dann wieder, Gott sei Dank. Gut. Ich mache das jetzt allerdings so, ich starte jetzt mit euch dann trotzdem nochmal die neue Karte. Ja, jetzt nochmal zum Schluss. Und speichert dann aber direkt dann erstmal ab und dann spielen wir beim nächsten Mal die neue Karte. Pharao Snofru hat in Ägypten Ordnung einkehren lassen. Heute blüht das Königreich unter seiner weisen, gütigen Herrschaft. Snofru wünscht, in Dashur ein weiteres Bauprojekt in Angriff zu nehmen. Das noch ehrgeiziger sein soll als die Knickpyramide, die sie bereits fertiggestellt haben. Königliche Architekten, Landvermesser und Ingenieure sind zuversichtlich, ein Gebäude errichten zu können, dessen Seiten gerade nach oben steigen und in eine perfekte Spitze münden. Sollte diesem Projekt Erfolg beschieden sein, wäre dies die erste echte Pyramide und für Pharao Snofru eine würdige Heimat in der Ewigkeit. Die Frau des Pharao, Königin Hetepheres, hat vor kurzem einen Sohn geboren, der den Namen Cheops erhielt. Unserem Volk graut es vor dem Tag seines Regierungsantritts, denn die Seher des Horus, des Gottes des Pharao, haben vorhergesagt, dass er unserem Volk alles andere erweisen wird als die Güte seines Vaters. Während man sich einerseits Großes von ihm verspricht, fürchtet man andererseits, dass er Ägypten mit unnachgiebiger Hand regieren wird. Holz können sie aus Byblos beziehen. Die Zimmerleute werden große Mengen davon benötigen, um die vielen Rampen zu errichten, auf denen die Arbeiter die Spitze dieser großen Pyramide erklimmen können. Ja, da habt ihr es ja schon mitgekickt. Also, es geht die nächste Pyramide und dieses Mal die absolute richtige Pyramide vonstatten. Aber jetzt machen wir erst einmal Folgendes, und zwar... Ab zur Stadt. Und Freunde, jetzt wird erstmal... Nein, ich wollte jetzt eigentlich speichern. Ja, das zum jetzt überschreiben. Und damit, liebe Leute, verlasse ich euch jetzt auch dieses Mal. Ich wünsche euch bis dann zum nächsten Mal viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann wird als nächstes Mal die richtige erste Pyramide gebaut. Ich bin schon mal gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.